Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema LibreOffice Calc navigieren in Tabellendokumenten. In Calc gibt es für die Navigation in Tabellendokumenten von Zelle zu Zelle oder von Tabellenblatt zu Tabellenblatt mehrere Möglichkeiten. Wählen Sie eine der im Folgenden beschriebenen Methoden aus, beziehungsweise entscheiden Sie selbst, welche Methode Sie bevorzugen. Zu einer bestimmten Zelle gehen. Sie haben vier Möglichkeiten, zu einer Zelle zu gelangen: mit der Maus, mit der Tastatur, über die Zellreferenz oder über den Navigator. Mit der Maus oder Tastatur. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf eine Zelle und klicken Sie drauf. Verwenden Sie die Pfeiltasten hoch, runter, links, rechts auf der Tastatur, um zur gewünschten Zelle zu gelangen. Über Zellreferenzen. Sie können eine Zelle durch Eingabe der Zellreferenz ins Namensfeld ansteuern. Normalerweise wird im Namensfeld die Referenz der aktuell ausgewählten Zelle angezeigt. Und zwar hier oben ist es zum Beispiel gerade E7. Klicken Sie auf das Feld oder den Pfeil rechts neben dem Feld und geben Sie dort einfach die Referenz der Zielzelle ein, zum Beispiel C4. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste. Die entsprechende Zelle wird angesprungen und ausgewählt. Und gleich nochmal ausprobieren, zum Beispiel D10. Auf diese Weise können Sie auch einen Bereich auswählen, in dem Sie etwa zum Beispiel C2 Doppelpunkt D11 eingeben. Groß- und Kleinschreibung spielt bei der Eingabe keine Rolle. So wird ein Bereich ausgewählt. Mit Hilfe des Navigators öffnen Sie den Navigator über die Taste F5. Durch einen Klick auf das Symbol Navigator, und zwar hier, über den Menübefehl Ansicht Navigator oder durch Doppelklick auf die Tabellenbezeichnung in der Statusleiste links unten, wo hier steht Tabelle 1/1. Einfach ein Doppelklick. Und da ist der Navigator. Geben Sie die Zellreferenz als Spalte und Zeile in die beiden Felder oben im Fenster Navigator ein. Zum Beispiel E10. Den Navigator können Sie wie eine Werkzeugleiste seitlich am Fensterrand andocken oder frei schweben lassen. Halten Sie dazu die Steuerungstaste gedrückt und doppelklicken Sie in eine freie Fläche nahe der Symbole. Oder positionieren Sie den Navigator durchziehen mit der Maus, indem Sie das Fenster an seiner Titelleiste bzw. an einer freien Fläche nahe der Symbole mit der Maus packen. So zum Beispiel. Der Navigator zeigt alle Objekte eines Dokuments gruppiert nach Kategorien an. Jede Kategorie, die mit einem Erweiterungssymbol gekennzeichnet ist, Plus oder Dreieck, links vom Kategoriennamen, enthält mindestens ein Objekt dieses Typs. Durch Klick auf das Erweiterungssymbol können Sie sich die betreffende Objektliste anzeigen lassen. Zum Beispiel hier bei der Tabelle. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück!